Hier, bitte, mein Schatz. Danke, Daddy. Komm endlich aus dem Bad raus, Junior. Meine ganzen Sachen sind da drin. Mom! Er verbringt den lieben langen Tag im Badezimmer, nicht zu fassen. Vielleicht hat er was mit dem Magen oder so. Das hat eher mit einem anderen Körperteil zu tun, als mit dem Magen. Okay, okay, ja sicher, natürlich. Ich weiß auch, dass er in der Pubertät steckt, aber er hockt Tag und Nacht da drin. Ich finde, du solltest mal mit ihm reden. Das bringt doch nichts. Da hilft nur eins, ich müsste ihm die Hände auf den Rücken binden. Nein, vielleicht könntest du ihm sagen, dass er es nicht so oft machen soll. Wieso? Das ist ein super Training für die Ehe. Was denn, Mami? Lesen, Schatz. Wir reden über das Lesen. Ich dachte, Lesen wäre gut. Es ist doch gut, wenn man liest. Allerdings darf man es nicht übertreiben, weil man sonst blind wird. Ich kann mich jetzt nicht damit auseinandersetzen. Ich muss zur Arbeit. Oh ja, ich muss auch los. Bis dann, Schatz. Wiedersehen, Mami. Du weißt ja, dass ich heute Abend etwas später komme, oder? Ich dachte, du würdest heute mal pünktlich kommen. Nein, ich muss noch ein Geschenk für Theresa besorgen. Hast du meinen Versandhauskatalog für Dessous gesehen? Den hat Junior mit ins Bad genommen. Ach, muss ich das Ding jetzt etwa verstecken? Ja, zum Beispiel unter meinen Socken. Aber das bringt auch nichts. In Juniors Alter findet man in allem etwas Erotisches. Wie wär's denn mit meinem Küchenkatalog? Das ist eine wahre Goldmine. Wenn da drin die richtige Frau eine scharfe Schürze trägt, kann das seinen Mann in den Wahnsinn treiben. Daddy, hol ihn bitte da raus. Ich kann mir nicht mehr meinen Lipgloss holen. Hey, du weißt genau, wie ich das Zeug finde. Aber wissen wir auch, was sie für Roger empfindet? Wer ist Roger? Roger? Welcher Roger? Ich kenne keinen Roger. Der Roger. Aus Claire und Roger. Die ewige wahre Liebe. Und das Ganze ist mit kleinen, niedlichen Herzchen geschmückt. Also, wer ist Roger? Oh, das ist ja wirklich gut. Sag schon, wer ist Roger? Ist der nett? Erzähl mir alles. Raus damit. Raus oh nein, damit, ich unterhalte damit. Mich doch jetzt nicht mit meinen Eltern über einen Typen, den ich überhaupt nicht kenne. Auch wenn er total süß ist. Jemand zum ersten Mal richtig verliebt. Für diesen Augenblick habe ich trainiert. Darauf warte ich schon verdammt lange, mein Schatz. Komm, Roger, komm her. Was hast du vor, Roger? Hä? Hä? Finger weg von meiner Tochter. Okay, okay. Ja. Michael! Das ist doch nur eine unschuldige Flirterei, sonst nichts. Ja, aus ihrer Perspektive. Aber Roger schließt sich bestimmt im Bad ein und träumt davon, dass Claire eine Banane lutscht oder sowas. Glaub mir, kleine Jungs sind kleine Perverslinge. Sie leben für den Sex und finden alles irgendwie erotisch. Hat jemand mein Jagd- und Angelmagazin gesehen? Ich habe schon überall gesucht. Hey Junior, ich habe das neue Deathmatch 2000. Spielen wir eine Runde? Nein, danke, Dad. Ich muss noch jede Menge lesen. Wir haben den neuen Küchenkatalog bekommen. Ich mach das schon, Claire. Hi, ist Claire da? Bist du Roger? Ja, Sir. Wie alt bist du? 16. Tut mir leid, Claire ist tot. Puh. Daddy! Hey, wer war denn das? Ein Typ, der Testosteron verkaufen will. Ich hab ihm gesagt, wir haben hier genug davon. Oh, ein Glück, du lebst. Mir geht's bestens. Ich hab kurz gedacht, du wärst tot und war schon echt deprimiert. Ach ja, wirklich? Ja, klar war ich das. Und wie deprimiert? Total deprimiert. Naja, ich störe hoffentlich nicht. Oh nein, du störst überhaupt nicht. Ich habe dieses Buch gefunden. Ich glaube, das gehört dir, Claire. Oh mein Gott, du hast recht. Ja klar, das habe ich voll verloren. Wo hast du das denn nur gefunden? Es war in meinem Rucksack. Was sucht es denn da drin? Das ist ja echt merkwürdig. Ja, das ist merkwürdig. Ja, das ist alles merkwürdig. Roger, hallo. Ich bin Claires Mom. Komm doch bitte rein und setz dich. Danke. Möchtest du ein Bier oder ein Tequila? Nein, danke, Mr. Kyle. Du trinkst nicht, dann zeig mir mal deine Venen. Wie sehen die aus, hm? Halt, halt, warte, Augenblick mal. Hey, 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 hey. Entschuldigt uns kurz, wir holen euch schnell was zu trinken. Sieh dir seine Venen an. Ja. Ich bin in der Küche, ganz in der Nähe meiner Waffensammlung. Ja. Was ist denn bloß los mit dir? Mit mir? Du hast dir doch den Trick mit dem Rucksack beigebracht. Oh, Roger! Was sucht denn das Buch da drin? Das ist ja echt merkwürdig. Ich verstehe nicht, warum du deshalb so ein Theater machst. Los, hol die Limonade.
Ich mache kein Theater. Mit dem werde ich schon fertig. Michael, sei bitte nett zu Roger. Ich bin immer nett, Schatz. Sie ist das erste Mal so richtig verknallt. Und die Art, wie du damit umgehst, hat Einfluss darauf, was sie von Männern hält. Ja, ich weiß. Sachte, sachte. Gut, vielleicht hast du ja recht damit, was Jungs in seinem Alter denken. Aber wir haben sie gut erzogen und deshalb sollten wir ihr vertrauen, okay? In sie habe ich volles Vertrauen. Okay. Aber diesem 16-jährigen P. Diddy traue ich nicht über den Weg. Michael, dieses Angelmagazin ist echt klasse. Ach ja, wirklich? Ja klar, das lese ich immer. Wow. Du liest also viel, ja? Viel? Ja. Also, Roger, worauf stehst du denn so? Auf die üblichen Sachen. Und auf eine besondere. Und was sind das für Sachen? Naja, auf Baseball, Videospiele, Rap. Oh ja, Rap ist cool. Ich stehe auf Rap. Ich auch. Willst du mich mal freestylen hören? Ich bin DJ Mike und hab so ein Kreuz, also schweig. Wenn du mit meiner Tochter rummachst, du Ratte, dann leg ich dich auf die Matte. Das war echt cool. Dad? Oh, schon gut. Beachtet mich einfach nicht. Ihr kommt ja auch ohne mich zurecht. Ich spiele in der Zwischenzeit ein paar Videospiele. Früher habe ich immer mit Junior gespielt, aber der hat ein anderes Spielzeug gefunden. Gute Idee, Dad. Mal sehen, ich habe Sammy Sosa Baseball. Ich habe Feuerschwert 3. Aber ich glaube, ich entscheide mich für Death March 2000. Death March 2000? Das ist schon draußen? Naja, weißt du, ich kenne da jemanden, der wieder einen anderen kennt, wie das eben so ist. Aber du hast ja was Besseres zu tun. Ihr zwei könnt euch ruhig weiter unterhalten. Ich bin auch still wie ein kleines Mäuschen. Hey, sag mal, Roger, was hast du eigentlich morgen in der vierten Stunde? Ich glaube Mathe. Ja. Oh Mann! Hey! Darf ich auch mal? Was, das hier? Ja. So spaßig, wie es aussieht, ist das gar nicht. Kommen Sie! Gut, ich schalte dann mal eben auf den Zwei-Spieler-Modus um. Im vierten Level geht's richtig ab. Hey, vorsichtig, jetzt kommen die Sorbitops! Die Sorbitops kommen! Claire, kannst du ein bisschen rutschen? Ich brauche mehr Armfreiheit. Danke. Oh Mann. Hey, Liebling. Hey. Was hast du? Nichts. Sicher? Du siehst ziemlich frustriert aus. Ja, na und? Okay, komm her. Komm schon. Also, wie läuft es mit Roger? Wie es mit Roger läuft? Wie es mit Roger läuft? Du willst wissen, wie es mit Roger läuft? Jetzt nicht mehr. Wieso fragst du nicht Dad? Gestern haben sie 4 Stunden lang dieses blöde Videospiel gespielt und heute hat Roger in einer Tour von Dad geredet, dass Dad total cool ist und dass er es kaum erwarten kann, endlich wieder mit ihm zu spielen. Das ist doch wirklich bescheuert. Claire, Schätzchen, so sind diese Kerle. Sie tun gern Dinge, die offen gesagt, naja, bescheuert sind. Aber das, was Roger mit deinem Dad unternimmt, das hat nichts mit seinen Gefühlen zu dir zu tun. Augenblick, ja? Hallo? Schatz, ja, ich habe versucht, dich anzurufen. Hör zu. Nein, Roger hat nicht für dich angerufen. Ach. Claire! Hör zu, seit Junior aus der Schule zurück ist, hat er sich im Badezimmer eingeschlossen. Du musst mal mit ihm reden. Michael? Er hat ein Kochbuch mitgenommen, Michael. Was? Ich rufe dich zurück. Schätzchen, was ist denn los? Wo ist Dad? Er ist in einer Besprechung. Was ist denn los mit dir? Nichts. Ich muss mit Dad reden. Junior! Mir geht's gut. Ganz offensichtlich nicht? Wo tut's denn weh? Das kann ich dir nicht sagen. Du kannst mir alles sagen. Raus damit. Was hast du für ein Problem? Ich glaube, er ist gebrochen. Oh. Und wenn du gebrochen sagst, meinst du dann, dass er in viele kleine Stücke zerbrochen ist? Nein. Gut, es tut also nur weh. Ja, es tut weh.
Okay, soll ich vielleicht etwas Eis drauflegen? Nein. Darf Mami es mal sehen? Nein. Okay, wie du willst. Wir gehen zu Dr. Parks. Er wird schon wissen, was zu tun ist. Komm mit. Komm schon. Hör auf, leg das wieder hin. Das ist doch schuld an dem ganzen Schlamassel, du dummer Junge. Keine Sorge, das wird schon wieder, Junior. Sind Sie sicher? Es wird nicht zurückbleiben, das verspreche ich dir. Was ist denn passiert? Das, was du erlitten hast, bezeichnet man gemeinhin als Muskelkrampf. Aha, ich verstehe, aber ich wusste nicht, dass man sowas in diesem Bereich kriegen kann. Das kann vorkommen, wenn man einen Muskel benutzt und das Ganze dann, dann ständig und ständig und ständig wiederholt. Ich verstehe. Nun, zur Behandlung eines Muskelkrampfes... Da hilft nur eine Dauermassage. Nein, nein, nein. Ich empfehle heiße Bäder und vor allem viel Ruhe. Glaubst du, das schaffst du, Junior? Ich weiß nicht, Doc. Jetzt sei doch mal ernst. Das meine ich ernst. Okay, jetzt hör mal gut zu. Also das ist wie mit einem Fahrrad, Junior. Wenn du jeden Tag darauf fährst, wird es nicht sehr lange halten. Aber wenn du es nur benutzt, um hin und wieder einkaufen zu fahren, dann wird es ein ganzes Leben lang halten. Verstehst du? Na klar. Gut. Also dann viel Glück, Junior. Vielen Dank, Doc. Vielen Dank. Schon gut. Hey, mein Liebling. Wie fühlst du dich? Gut, ich darf nur eine Zeit lang nicht mehr Fahrrad fahren. Hauptsache, dir geht's besser und keine Sorge, davon wird niemals irgendjemand was erfahren. Mit wem hast du da eben telefoniert? Was? Oh, das war dein Dad. Er macht sich Sorgen um dich, Junior. Er fand das sicher genauso witzig wie du. Was? Ich habe doch nicht über dich gelacht. Ich hab's doch gesehen. Nein, nein, was du gesehen hast, war die große Freude darüber, dass es dir wieder gut geht. Ich meine, das war die pure Erleichterung darüber. Was denn? Ich habe wirklich nicht über dich gelacht, Junior. Glaub mir, ich habe einfach nur über die Situation gelacht. Das war ja auch ziemlich komisch, aber das Ganze ist mir so peinlich. Ach was, so ein Unsinn. Dir braucht überhaupt nichts peinlich zu sein, okay? Das ist eine schwere Zeit. Vieles verändert sich für dich. Sehr viel sogar. Deine Gefühle, deine Gedanken. Das ist vollkommen normal. Du brauchst dich dafür doch nicht zu schämen. Allerdings solltest du mal eine Weile versuchen, die Magazine wirklich zu lesen. Und jetzt lochen Dad und Roger fröhlich ihre dämlichen Golfbälle ein. Und ich bin Luft für sie. Willkommen in meiner Welt. Mom, was soll ich denn bloß tun? Es gibt eine Zeitspanne, und zwar zwischen dem Super Bowl und ganz kurz vor den Basketball-Playoffs. Das ist die beste Zeit, um über Probleme zu sprechen. Mom, die beiden spielen sogar im Garten Fang. Das ist doch vollkommen idiotisch. Ich find's schön, dass sie sich anfreunden. Mom, für morgen planen sie, Minigolf spielen zu gehen. Toll, das wird doch bestimmt lustig. Roger hat gesagt, er möchte nicht, dass ich mitkomme. Er will die Zeit lieber mit Dad alleine verbringen, dieser Idiot. Wirklich? Ja, wirklich. Mom, was mache ich denn jetzt nur? Du solltest Roger den Laufpass geben. Tja, du und Junior, ihr habt dasselbe Problem. Ihr packt zu fest zu. Du darfst das gute Stück nicht verreißen. Halt ihn ganz locker mit der Hand und dann schwingst du ihn mit Gefühl aus, okay? Roger, es ist aus. Ich mache Schluss mit dir. Ja, ich auch mit dir, Claire. Okay. Behalt den Ball immer im Auge, klar? Das ist ein ganz besonderer Ball. Der gehörte mal Tiger Woods. Hör zu, ich war bei den 100. US Open. Der Abschlag war 400 Yards entfernt und Tiger traf mich mit diesem Ball am Kopf. Das war der glücklichste Tag in meinem Leben. Also gut. Dein Blick muss immer auf den Ball gerichtet sein, hast du verstanden? Wenn du den Putt schaffst, gehen wir auf den Platz und probieren meine nagelneuen Golfschläger aus. Das wäre klasse. Ja! Hey, wo willst du hin? Ich treffe mich mit Roger. Wir wollen eine Runde Minigolf spielen. Was? Erst gebe ich ihm ein paar Tipps fürs Putten und dann mache ich ihn auf der Bahn richtig fertig. Michael, es reicht. Komm schon, du hast gewonnen. Es ist vorbei.
Was denn? Claire hat ihn abserviert. Ja, ich weiß. Und sie schwärmt schon wieder für den Nächsten. Ihrem Notizblock zufolge handelt es sich um einen Jungen namens Chester. Hör zu, Jay. Ich weiß, dass Claire nicht zu Roger gepasst hat. Aber ich schon. Erklär mir das. Jetzt Glaub sofort. Mir, er ist ein super Junge. Ich meine, er ist nett und intelligent. Ihr dürft euch nicht mehr treffen. Wieso nicht? Weil deine Tochter ihm den Laufpass gegeben hat. Das verstößt gegen eine Vater-Tochter-Regel. Wenn die Tochter mit ihrem Freund Schluss macht, darf der Vater ihn auch nicht mehr treffen. Hm? Du verstehst das nicht. Wir sind wie füreinander geschaffen. Roger hat es in nur 2 Tagen fertiggebracht, das 4. Level von Deathmatch 2000 zu meistern. Und weißt du wieso? Weil der Junge mir zuhört. Ich habe es versucht, Junior zu zeigen, aber der blockt einfach nur ab. Aha. Ich meine, naja, weißt du, der Junge ist wirklich toll. Was heißt dieses Aha? Aha. Da war's schon wieder. Erklär mir dieses Aha. Ich glaube, ich weiß, was hier vor sich geht. Michael. Roger ist für dich der Sohn, den du früher einmal hattest. Der auf dich gehört hat und dir bei jedem Wort an den Lippen hing. Vielleicht hast du recht. Es fehlt mir, wie Junior mit seinen großen Augen zu mir aufgeschaut hat, als wollte er sagen, Dad, ich finde dich echt super cool. Ich meine, früher hat er mich vergöttert. Ich erinnere mich. Jetzt vergöttert er nur noch sich selbst. Immer und immer wieder. Wie verhalte ich mich jetzt gegenüber Roger? Du musst Roger den Laufpass geben. Hey. Hey, Mr. Kyle. Ich habe jetzt das neue Gunmaster 68. Tja, wissen Sie, ich kenne da jemanden, der wieder einen anderen kennt. Hör zu, Roger. Wir müssen uns unterhalten. Komm, setz dich. Hör zu, das, was ich dir jetzt sagen muss, fällt mir nicht leicht. Was? Was ist denn los? Es sieht so aus, als ob wir uns in den vergangenen Tagen selbst etwas vorgemacht hätten. Versteh mich nicht falsch. Es war eine magische Zeit. Doch jetzt, wir zwei dürfen uns leider nicht mehr treffen. Aber das verstehe ich nicht. Ich weiß, das ist schwer für dich. Und für mich auch, junger Mann. Ich meine, ich hatte das Gefühl, dass... Habe ich mir das... etwa nur eingebildet? Nein, Unsinn, nein! Diese Sache ist uns eben einfach über den Kopf gewachsen. Ich meine, das hat was mit einer Vater-Tochter-Regel zu tun. Also geht's dabei um Sie und Claire? Ich liebe Sie, Roger. Was soll ich sagen? Und ich werde einfach so weggeworfen, ja? Das hat doch nichts mit dir zu tun, Roger. Weißt du, an einem anderen Ort, zu einer anderen Zeit, an einem Sonnentag im Mai wäre das wundervoll gewesen. Ich fasse es nicht, dass Sie mit mir Schluss machen, Mr. Kyle. Hör zu, ich brauche Zeit, verdammt. Ich bin völlig verwirrt, Roger. Das musst du respektieren, okay? Ich habe doch auch Gefühle. Wow. Hey, aber... Kannst du vielleicht das Gunmaster 68 hier lassen? Ich würde es gern mal eine Runde testen. Dabei würde ich mich komisch fühlen. Du hast recht. Es war egoistisch von mir, überhaupt zu fragen. Ich gehe jetzt wohl besser. Hey, Roger! Ja? Mein Tigerball. Ich schenke ihn dir, mein Junge. Aua! Na los, Dad. Fang schon an und kritisier mich. Also, was ist es? Was mache ich falsch? Bin ich nicht so gut wie Roger? Doch, du schlägst dich sogar ziemlich gut. Wirklich? Ja, aber mach den Controller nicht auch noch kaputt. Ich werde vorsichtig sein, versprochen. Wie konntest du so schnell so gut werden? Vor kurzem hast du nicht mal das erste Level geschafft. Naja, ich hatte eben jede Menge Zeit zum Üben. Oh ja, stimmt. Mama hat vorgeschlagen, dass ich was lesen soll, aber du kennst ja diese Jagd- und Angelzeitschrift. Darin geht's nur ums Jagen und ums Angeln. Tja, wer hätte das gedacht? Okay. Mach das Spiel zu Ende. Ich will dich nicht dabei stören. Hey, Dad. Hm?
Spielst du mit? Ich will nicht, dass du das Gefühl hast, ich würde dich kritisieren. Dad. Wenn ich dich dabei fertig mache. Das wird sich erst noch zeigen. Lass das. Geh weg. Und deine Art, damit umzugehen, hat großen Einfluss darauf, was sie von Männern hält. Und ich weiß meinen Text nicht mehr. Ich hab's sowieso schon vermasselt. Hol den Saft. Nein, hol die Limonade. Was denn nun, hä? Keine Ahnung. Vergiss es. Und Action. Oh nein, verdammt. Jetzt habe ich schon wieder meinen Text vergessen. Kein Vater wie jeder andere. Das wird toll. Das wird ein Knaller. Oh Mann. Boing, boing. What's up, Dad? Morgen 15:25 Uhr in OF 1. No.